Marrakesch hat eine sehr große Bedeutung für mich als Künstler, für mich als Mensch. Ich war vor wenigen Wochen das erste Mal hier und ich habe etwas erfahren, was ich so gar nicht vermutet hätte. Ich wurde innerhalb von wenigen Momenten entschleunigt. Ich weiß nicht, ob es die Farben sind hier, die legendären Farben, von denen ja immer gesprochen wird hier in Marokko, besonders in Marrakesch, die auf mich eine beruhigende Wirkung hatten. Die Menschen kommen mir mit so viel Freundlichkeit und Herzlichkeit entgegen. Und ich muss sagen, alle Ängste und alle Vorurteile, die ich vielleicht mitgebracht habe aus unserer deutschen Heimat, die waren wie weggewischt. Ich habe nicht einmal Misstrauen erfahren. Ich habe nicht einmal Angst haben müssen um mein Hab und Gut oder um mein Leben gar. Im Gegenteil, mein Leben wurde aufgeladen mit viel positiver Energie. Und ich bin gespannt, wo mich dieser künstlerische Weg hinführt. Und als Mensch, ja, es gibt viele Stationen im Leben, die man unbewusst, aber auch bewusst geht. Und dieser Schritt hier nach Marrakesch in den Anima Garden von André Heller besonders, eine wunderbare Kreation, ein Platz der Energie, der Ruhe, des Friedens, der Liebe, hat mich sehr, 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 sehr inspiriert. An was soll ich denn glauben? Außer an das, was ich spür, wie mein Herzschlag hörst du zu mir, wie mein Herzschlag gehörst du zu mir. Natürlich haben wir viele Dinge anders gemacht mit einem fantastischen Team um meinen Produzenten Wolfgang Stach, bei dem wir im Studio in Marweg, Studio 2 in Köln, wirklich eine Kreativzelle uns erschaffen haben, die ich schon lange nicht mehr so in dieser Form erlebt habe. Wir haben uns nicht leiten lassen von irgendwelchen Marktumfragen, von Trends oder Ähnlichem, sondern das, was gerade in dem Moment entstanden ist, das haben wir auch genommen und gelassen und nicht uns überlegt, wo passt das jetzt gerade hin. Natürlich singe ich einfach für mein Leben gerne auch mit anderen. Und diesmal habe ich drei Duette auf dem Album Herzschlag, mit denen ich so nie gerechnet hatte. Zum einen das Duett mit meinem Vater, mit Toni Marshall, Keine Zeit verlieren, wunderschönes Duett. Und dann zwei Herzschlagmomente, die besonders intensiv waren, als die beiden zugesagt haben. Nämlich einmal ein Duett mit der wunderbaren Cassandra Steen, die mich so geflasht hat im Studio, als sie anfing zu singen, La Vie en Rose, dieser berühmte Welthit von Edith Piaf. Wir singen das in französischer, englischer und deutscher Sprache. Und ich bin unendlich dankbar und könnte sie jetzt gerade wieder umarmen, dass sie das mitgemacht hat. Vielen Dank, Cassandra. Und ein Mann, den ich schon sehr, sehr lange auch kenne, Gregor Meile, ein Urgestein, ein Urmusikant, ein fantastischer Mensch. Und er wird mit mir den Eagles-Klassiker Desperado singen. Und ich freue mich auf uns beide. Und ich bin sicher, dass sich viele, viele wundern werden, warum der Meile mit dem Marshall, die Steen mit dem Marshall und der Marshall mit dem Marshall. Darüber wundert sich natürlich keiner. Aber klasse. Ich freue mich sehr. Jetzt bin ich da, wo du schon lange bist.